Wusch, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und ihr seht richtig, es gibt ein neues Video auf Harimov, allerdings ist es nur das Making-of zu einem Video, das ich neben Harimov gedreht habe, und zwar ist es da, geht es um das Video, das ich für den Filmwettbewerb der Deutschen Post gedreht habe. Ich hoffe mal, es ist gerade bei mir 5:30 und ich hoffe mal, ich kann jetzt noch die Szene drehen, die draußen spielt, und danach drehe ich die drinnen spielt, weil, genau, die draußen spielt, muss ich möglichst bei Tageslicht drehen. Ich hoffe aber, das geht jetzt noch. Also, bis gleich. Wusch, wusch. Und dann sind wir wieder bei mir im Vorgarten. Haben wir schon aufgebaut. Hier die Kamera, hier das Gui. Und hier das ganze Zeug, da kommt gleich die Kamera drauf. Also die Making-of-Kamera. Hier habe ich das Drehbuch, das Skript und Ding. Storyboard. Und ich würde sagen, da ist noch die Schultasche, die darf ich nicht vergessen aufzuziehen. Ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt los. Klappe ab. Da ist die Markierung, da muss ich stehen bleiben, ja. Man muss sich bloß zu helfen wissen. Das ist jetzt die nächste Szene quasi, die nächste Einstellung der Kamera. Wusch, jo. Jetzt sind wir fertig und es dunkelt auch schon, also es dämmert. Ja. Sind wir eigentlich ganz gut fertig geworden. Das einzige Problem, was ich noch gefunden habe, ich habe hier natürlich super fetten Puma-Pulli an. Und ich weiß nicht, ob das in den Teilnahmebedingungen stand, dass man das nicht haben soll, weil das natürlich Schleichwerbung sein könnte oder Produktplatzierung, und das darf natürlich nicht sein. Ansonsten schaue ich mal, bei wie vielen Einstellungen das drauf ist, und ansonsten werde ich es wahrscheinlich übermalen beim Schnitt und oder unscharf machen, so dass es halt möglichst wenig stört. Ja, das war jetzt ein bisschen ein Mega-Fail. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt zum nächsten Drehort. Yo, jetzt sind wir wieder bei einer neuen Location, und zwar mal wieder in meinem Keller. Hier haben wir einen ganzen Kabelsalat zu den Softboxen jeweils und Ladegeräte hier von der Legria und hier von der großen Kamera. Und hier haben wir diesmal das Drehbuch und Storyboard, da das Mikrofon, ja, und der ganze Sums halt, ne? Das brauche ich. Jo, da sind wir wieder. Ich habe jetzt umgebaut und das hat einige Zeit gedauert, denn die Schwierigkeit ist unter anderem einfach bei der Szene, dass wir einen Spiegel hier haben. Und was haben Spiegel für eine Eigenschaft? Ja, sie spiegeln, und wir müssen natürlich aufpassen, dass nichts von dem ganzen Kamera-Equipment, das sprich Softboxen und Kamera, in der Kamera, also im Spiegel zu sehen sind. Und ja, da musste ich jetzt ein bisschen basteln, by the way. Hier unten im Keller haben wir jetzt auch schon fast 1,5 Stunden verbracht. Ja, genau. Das dauert jedes Mal länger, als man denkt. Das ist echt sehr erstaunlich. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal zu den einfachen Einstellungen. Einmal da eine Kamera und einmal da eine Kamera. Und dann geht es zu der Einstellung, wo ich mein Spiegelbild was anderes macht als ich. Da werden wir übrigens auch mit Greenscreen arbeiten. Also gut aufpassen, ne? Also, bis gleich. Ja, wir sind jetzt bei der Szene tatsächlich angelangt mit dem Spiegel. Wusch, Freunde, jetzt sind wir mit allem fertig, was ich für das Spiegel... für das Spiegelbild spielen musste.
Genau, das Spiegelbild ist fertig abgedreht und jetzt müssen noch die Takes gespielt werden, wo ich mich spiele, wie ich einfach völlig, völlig verblüfft und perplex bin. Und da ist jetzt die Vorbereitung sehr, sehr kompliziert und schwierig. Ich muss jetzt quasi wirklich diesen Spiegel komplett eindecken in dieses grüne Tuch, was ich hier schon habe. Und dabei muss ich darauf achten, dass sich der Spiegel wirklich die Position wirklich möglichst überhaupt nicht verändert hinterher. Also es muss wieder an der gleichen Stelle sein. Das ist sehr wichtig. Und ich muss darauf achten, dass die Kanten genau sind, also dass dass das grüne Tuch nirgends wirklich übersteht. Weil sonst sieht es auch hinterher scheiße aus. Ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt auch mal. Wusch, yo, ich habe jetzt den Spiegel eingepackt. Hat ein bisschen gedauert. Viertelstunde haben wir jetzt gebraucht. Ich denke, das wird reichen und genau, jetzt werde ich genau die Szenen spielen. Die Gegenstücksszenen zu den Szenen vom Spiegelbild. Und zwar muss ich jetzt einfach nur zweimal so ungefähr da sitzen. Okay, nein, nicht so, aber so ungefähr. Okay, Leute, eine letzte Szene, einen letzten Take müssen wir vom Making-of noch filmen. Und zwar, dass ich jetzt gerade den letzten Take vom Video gedreht habe. Das heißt, ich habe jetzt abgedreht. Yes! Und ja, es war mal wieder eins der aufwendigsten Videos. Ich habe jetzt schon allein hier in diesem Raum 2,5 Stunden verbracht. Bis jetzt. Und ich muss das Ganze hier noch aufräumen, den ganzen Kladderadatsch. Und ja, dann noch 1 Stunde draußen. Das heißt, insgesamt 3,5 Stunden oder so. Einige Zeit und jetzt muss natürlich auch noch geschnitten werden. Jo, jetzt sind wir bei der legendären Szene angelangt. Genau, also ich zeige euch das nochmal. Wir haben jetzt hier diese Spur. Ich markiere die kurz. Ja, hier ist kurz eine Nachricht. Ja, auf dieser Spur sieht man jetzt die Videospur, wo ich quasi das Spiegelbild spiele. Schau jetzt mal kurz an. Also ich spiele jetzt einfach ganz normal das, was das Spiegelbild machen soll. Logisch, jetzt mache natürlich auch ich das, was das Spiegelbild macht. Ist ja klar. So, jetzt will ich das aber nicht. Deshalb hole ich jetzt diese zweite Videospur drüber. Und auf dieser Videospur sieht man, wie ich Folgendes mache. Vor dem grünen Spiegel. Und jetzt kommt der große Effekt, ich markiere das. Chroma Key. Das Grüne soll ausgeblendet werden. Und das heißt, ich kann jetzt durch den Spiegel durchschauen, durch den Grünen. Kann da die Stärke ein bisschen noch variieren. Mittlerweile habe ich schon ungefähr 5 Stunden an dem Film gearbeitet. Und ich bin eigentlich noch so gut wie am Anfang vom Film und es dauert auf jeden Fall noch, kommen ja noch die ganzen Bildbearbeitungen, Color Grading und wie das ganze Zeug heißt. Ton muss noch bearbeitet werden. Ja, da würde ich sagen, was ist von mir? Ich hoffe, das Making-of ist jetzt nicht zu lang geworden. Ja, das war's von mir. Man sieht sich. Ciao.